So, und weiter geht's. Und ich möchte immer noch meine random Welt erschaffen. Und wo ist denn das Leder hin? Ach so, das hatte ich ja hier. Voila. Ich bin mir nicht sicher, es kann sein, dass es einfach mit Burlap nicht funktioniert. Jetzt muss ich bloß gucken, wie war das Leder herzustellen. Ging das so? So. Oh Gott, hoffentlich ging das irgendwie. Warte mal, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier Leder herstellen können. Leder. Einfaches Leder, ganz normales Leder. Koboldleder. Indem wir da steht der Hitze des Leders. Auch nicht schlecht. Aber ganz normales Leder, wir kriegen hier bundes Leder, kriegen wir hin mit Urlaub und so einem Quatsch und normalen Leder, aber einfach Leder. Oder indem wir im Sägewerk halt ja Lederstiefel und so was alles. Mana Fusion. Haben wir da alle Lexika, Voltar, Alchemie mit Mana. Ich wollte nie ein Tier, eigentlich wollte ich das nicht. Oh Gott, aber wir können mit Urlaub, können wir das nicht machen. Es tut mir verdammt leid um die arme Kuh, aber das wird die einzigste und außerdem ist sie, guck mal, die kommt ja hier gar nicht mehr weg. Aber es muss sein, es muss einfach sein. Es tut mir so leid, es tut mir so leid. Oh mein Gott. Aber bis wir so weit sind, wirklich selber Leder herzustellen. Ja, Beschreibungsbuch, da haben wir. So. Dann haben wir das. Und ich würde sagen, bevor wir das machen, werden wir mal hier Intralinking und das ist hallo Heimat. Verbindungsbuch Heimat und das linkt uns auf jeden Fall überall dahin. So, das brauchen wir nicht. Ach, es tut mir so leid um das arme Küchen. So, die Schaufeln, so, hier haben wir noch ein bisschen was wir hier mit drin schmeißen können. Und zwar auch das rottende Fleisch. Sehr schön, dann werden wir das mal los, den ganzen Scheiß. Könnten wir eigentlich auch mal gleich nebenbei das andere holen. Und weil wir hier hinten noch, wow, und vor allem nicht gerade wenig haben. So. Auch wenn wir später daraus Leder herstellen können. Aber ich denke mal, wir werden noch genügend Möglichkeiten haben, den Krams zu sammeln. So, Verbindungsbruch Overworld. Kann ich das hier nicht auch umbinden einfach? Overworld, genau. Einmal. So, Plattform generieren, relative Verbindung, entwaffnen, Schwung beibehalten, Intralinking. Ich würde sagen, eine Plattform generieren wäre schon nicht verkehrt. Sicher ist sicher, weil wir wissen ja nie, auf was wir jetzt hier stoßen werden. Und es geht. So, und jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay. Ja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts und wir sind hier einfach im Nichts. Wir haben auch nichts mehr. Hä? Super, unser ganzes Inventar ist weg. Ja, fängt ja sehr schön. Da ist es. Wir hätten mal einfach ein bisschen laufen müssen.
Na, jetzt sei Dank haben wir eine Plattform generiert. So, Verbindungsbuch. Das schmeißen wir hier drauf. Boah, hallo. Das ist erstmal noch ordentlich. Langsamkeit, Alter. Sind hier also Abbaulähmung haben wir hier hoch in dem Ding. Und er ist übelst am Rödeln. Oh Gott. Wir haben ja aber auch Schweine und alles. Wir sind wirklich verdammt langsam. Wir haben hier ein paar Mobs. Und einen riesigen Lavasee, so wie es aussieht. Und Bart, wir haben hier nichts weiter. Boah, na, das ist ja erstmal beschissen hier. Ja, komm, geh mal. Wir können hier keinen angreifen. Die können uns angreifen, aber wir die nicht. Na super. Das ist ja eine beschissene Welt. Ich glaube, die können wir gleich erstmal eine Tonne hauen, oder? Hallo? Warum kann ich denn das Buch jetzt hier nicht? Jetzt. Boah, Alter. Also die Welt ist echt beschissen. Vor allem ist er echt übelst am Rödeln. Oh, Alter. Der macht nix. Warum kann ich denn jetzt hier nicht in der Heimat zurück? Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Ach, jetzt? Boah, Alter. Okay. Also hier brauche ich auf jeden Fall nicht so lange. Aber das Buch ist... Buch? Wirklich echt zack, weg für die Tonne. Haben wir noch ein Leder? Wir haben leider kein Leder mehr. Schade eigentlich. Egal, aber das, was wir wollten, haben wir. Wir haben hier unser Verbindungsbuch. Das nehmen wir mal auch mit. Genauso wie das Ding. Wir machen uns noch ein... Ja. Ein davon. Zack. Das kommt hier oben hin. Das kommt hier hin. Und dann würde ich sagen... Haben wir zu wenig Nahrung? Hier haben wir noch 4 Toasts. Könnten wir erstmal ein bisschen Brot wieder machen, bevor wir uns in Ungewisse stürzen. So ungefähr. So, mitnehmen, 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 mitnehmen. Und das nehmen wir auch mit. Dann machen wir uns erstmal ein bisschen Nahrung fertig, bevor wir hier wirklich jetzt dann anfangen. Schmiedevorbereitung zu treffen, das heißt Sand abbauen, das heißt eine Wüste finden, das heißt wir müssen hoffentlich hier noch Zeug mitnehmen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, 14 haben wir davon. Zack. War hier noch was übrig? Ne. Aber dann können wir das mal hier drin schmeißen. Die können darin, das kann hier hin, das kann. Hallo? Das kann hier hin und dann werden wir mal erstmal wieder kurbeln fleißig. Weil wir einfach dadurch mehr ja, Zeug rauskriegen. Hätte es sinnvoller, das so zu machen. Und später werden wir das natürlich auch alles automatisieren, alles mit Strom versehen und blauen füllen. Aber erstmal haben wir keinen Strom, also ist Muskelkraft angesagt. So, nebenbei immer ein Stückchen trinken. Und wir sind fertig. Sehr schön. Könnten hier denn eigentlich... Oh, wir haben keine Kohle mehr. Machen wir mal gleich nach. So, da raus, da drin. Und dann würde ich sagen... Autsch.
Schießen wir mal los und gucken, ob wir hier irgendwo, irgendwo muss doch hier ohne Wüste sein. Werkbank haben wir jetzt nicht mehr, ja, wir haben hier noch Zeug, um uns eine zu bauen, notfalls, beziehungsweise um irgendwie halt über der Runde zu kommen. Wir könnten noch mal in die Richtung gehen, da drüben. Da waren wir ja immerhin auch noch nicht. Wäre vielleicht mal ganz angebracht. Einfach mal in eine andere Richtung gehen. Da hinten waren wir noch ja nicht. Vielleicht haben wir ja da mehr Glück mit einer Wüste oder vielleicht eventuell auch mal ein Dörfchen oder so. Das wäre auch mal schön, wenn wir hier ein Dorf finden würden. Müssen wir mal durch ein kurzes Ruckelgebiet jetzt wandern. Aber ich denke, das ist halt so schlimm. Dafür haben wir im Endeffekt... na toll, jetzt wird immer dunkel. Dafür haben wir ja im Endeffekt dann uns die Bücher gemacht, hergestellt. Und wir müssen uns unbedingt das Bett hier mal in der Nähe stellen. So, wir nehmen das mal raus, das kommt drin. Und zwar hier. So, und dann jetzt mal gleich pennen. Wow, wie weit wir gekommen sind. Aber unser Haus sieht von Weitem schon mal ganz cool aus. Mit ihm persönlich. So. Und dann hoffe ich mal, dass wir auch so was wie eine Wüste finden hier. Da hinten sieht so aus, als wenn wir da roten Sand oder so hätten, aber ich möchte nicht so nah in unserem Haupthaus irgendwas abbauen. Wir werden jede Menge Sand brauchen. Also die nächsten Folgen, denke ich mal, wenn wir jetzt wirklich irgendwo was finden, wird viel, viel Sandklatschen sein. Ich renne auch mit Absicht nicht einfach, um die Energie zu sparen, damit wir dann wirklich in Ruhe farmen können. Aber alles, was wir jetzt mitnehmen, brauchen wir später nicht mehr. Und das ist eben so. Blaubeerenbusch. Mitnehmen. So was nehmen wir natürlich auch gerne mit. Wenn uns die Natur schon mal so zu Füßen legt. Auch cool eigentlich hier so. Einfach so ein kleines Löchlein. So, eigentlich würde ich gerne weiter inlands wandern. Und nach der Schmiede, denke ich mal, würde ich eigentlich... Oxidierter Eisensand. Würde ich eigentlich gerne... Ja, wunderbar. So, damit fangen wir schon mal an, den ersten Sand abzuklatschen. Boah, ruckel, ruckel. Würde ich eigentlich gerne eine Mühle bauen, die uns denn eigentlich mit den nötigen Broten versorgt. Aber generell so eine kleine Farm mit angeschlossener Mühle oder so, so ein paar... Also richtig Ackerland. Das erste, was wir jetzt hier gebaut haben, ist ja eher so ein kleines Survival-Haus, wo wir einfach alles erstmal haben, was wir brauchen zum Überleben. Aber es ist ja eben nichts. Was war das? Also wenn das jetzt wirklich gerade von dem Sturz kam, dann kam das ziemlich spät. Hallo? Oh Gott. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn wir die Panels nutzen. Jetzt erstmal, so, ich meine, ich weiß, dass wir auch anders teleportieren können über unsere Minimap. Allerdings wollte ich eben gerade das nicht. Eigentlich wollte ich nicht über die Minimap. Ich wollte schon mal dafür tun, dass wir uns von A nach B, oh Gott, teleportieren können. Deswegen eben auch, oh Gott, die Müscraft-Mod. So, hier scheint Ende zu sein. Also sieht zumindest ziemlich löchrig hier aus alles. Ich kann mir schon vorstellen, was das hier wieder für ein Biom ist. Ah, und die mag ich ja total. Haben wir hier noch? Brombeeren, sehr schön, dann haben wir jetzt mal alle Viere zusammen. Wäre schön, wenn wir noch ein paar mehr finden. Eine Wüste wäre natürlich noch besser. Und
eigentlich muss ich ehrlich sagen, da würde ich auch gerne so lange laufen, bis wir wirklich auch eine Wüste finden. Weil es wäre sinnlos, jetzt hier dafür das Buch zu verwenden, beziehungsweise den Wegpunkt, auch wenn wir den Wegpunkt löschen können. Aber wenn wir schon mal eine Wüste haben oder finden, warum sollen wir die nicht gleich mitnehmen? So, Himbeeren, denke ich, haben wir mehr als genug. Da wäre noch Eisen. Unten Asteroid. Allerdings kommen wir da sowieso noch nicht ran. Also von daher. Aber wir könnten sagen, wir nehmen das Eisen mal mit hier. Wenn es schon mal da ist. Nehmen wir das noch mit. Und so wie es aussieht, ist hier dann wirklich Ende, ey. Ach du Scheiße. Verdammt. Dass es hier aber auch keine Wüste hinlebt. Aber ja, wir haben ja Zeit und wir laufen und wir wandern und wir es finden. Wir werden schon irgendwann irgendwo eine Wüste finden. Es muss ja eh nicht geben. Guck mal, da drüben baut sich schon das nächste Biom auf. Ziemlich gebirgsreich. Und eventuell ist ja dahinter vielleicht eine Wüste. Wäre ja schön. Aber erstmal müssen wir da hinkommen. Kohle haben wir hier auf jeden Fall mehr als genug. Und wir müssten eigentlich auch nochmal Kohle farmen gehen. Das wird auch wieder so eine schöne Aktion. Oh Gott. Und hier ist so viel. Hier wächst die Kohle aus dem Berg.